heute siehst du bei den Spielen aus. Oh, autsch. Mama, was ist denn? Tut dir was weh? Ja, es hat gerade ganz schön gezogen in meinem Bauch. Es kann losgehen. Alles klar, los geht's. Hey, was ist da los? Das gibt's doch nicht. Der Motor ist abgeschmiert. Ich schau mal eben nach. Immer samstags auf YouTube. Familie Spielmann. Klaus Spielmann. Astrid Spielmann. Erik Spielmann. Pia Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Och, Mama, müssen die Babys denn wirklich so bald kommen? Ich habe keine Lust mehr aufzuräumen, damit alles schön aussieht, wenn sie da sind. Vielleicht können wir sie fragen, ob sie sich noch ein bisschen Zeit lassen können. Dann könnten wir doch erstmal was spielen, oder? Ach, Pia, wir haben doch schon richtig was geschafft. Immerhin sieht man den Fußboden schon wieder. Und nein, wir können die Geburt nicht einfach so nach hinten verschieben. Wir haben leider so gut wie gar keinen Einfluss darauf, wann die Babys kommen. Was ist denn da los? Erik, was machst du? Du sollst aufräumen und nicht alles ausräumen. Na, du sagst doch immer, wir sollen richtig aufräumen und nicht nur alles irgendwo reinstopfen. Ich wollte mal eben gucken, was da so alles an Kram drin ist in dem Rucksack. Guck, voll viele Zettel. Die können alle in den Müll. Ja, schon. Da hast du eigentlich recht. Aber Zettel, was sind denn das für Zettel? Ach, nix. Liebe Lotta. Mama, das ist Privatsphäre. Ist ja schon gut, ich fasse nichts mehr an. Oh, oh, autsch. Mama, was ist denn? Tut dir was weh? Ja, es hat gerade ganz schön gezogen in meinem Bauch. Hat dich wieder ein Baby getreten? Das ist echt nicht okay, dass sie das immer machen. Ja, Mama, was ist, wenn die mich treten, wenn sie auf der Welt sind? Quatsch, schau mal. Die beiden sind gerade zu zweit in meinem Bauch. Da ist einfach super wenig Platz. Sie treten mich ja nicht mit Absicht, sondern weil sie sich bewegen wollen. Boah, ich glaube, ich muss mich mal aufs Bett setzen. Mama, komm, ich helf dir. Mama, du pinkelst in die Hose. Oh, aber keine Angst, Mama, das sagen wir niemandem. Ich hole ein Handtuch, ja? Kinder, ich habe nicht in die Hose gepinkelt. Das siehst du vielleicht nicht, weil dein Bauch so dick ist, Mama. Nein, Pia, das war meine Fruchtblase, die gerade geplatzt ist. Ich glaube, die Babys machen sich auf den Weg. Könnt ihr Oma und Opa anrufen, dass sie herkommen? Ich schreibe Papa, dass wir ins Krankenhaus müssen. Du meinst, heute kommen die Babys? Jetzt? Jetzt gleich? Ja, so wie sich das gerade anfühlt, denke ich das schon. Los, Erik, ruf Oma und Opa an. Oje, 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 das ist aber aufregend. Oh, Mist, jetzt finde ich meinen Geldbeutel nicht. Mama, wozu brauchst du den denn? Musst du bezahlen, damit die Babys kommen dürfen? Nein, aber da ist mein Personalausweis drin und den brauchen wir dann. Und meine Krankenkarte. Ach Mensch, wo habe ich das denn? Warte, Mama, ich helfe dir suchen. Pia, bitte. Oh, wo bleiben denn auch Oma und Opa? Mama, darf ich Fernsehen gucken, wenn du jetzt eh ins Krankenhaus gehst? Ja, meinetwegen. Aber wenn Oma und Opa es sagen, machst du es wieder aus, ja? Guck mal, Mama, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Oh, Pia, du bist ein Schatz. Das ist super. Oma, Opa, Mama bekommt jetzt die Babys. Komm, Pia. Wir suchen mal Erik. Gib Mama noch einen Kuss. Dann lassen wir Oma und Mama mal einen Moment allein. Komm her, Schätzchen. Bis später, Mama. Ich freue mich schon auf die Babys. Ich wünsche dir viel Kraft, Astrid. Alles Gute. So, Astrid, wie geht's dir denn? Kommt Klaus dich abholen? Naja, wie es einem mit wen eben so geht. Klaus hat einen Krankenwagen hergeschickt. Der müsste gleich da sein. Er wartet im Krankenhaus und gibt dort Bescheid, dass wir dann da sind. Es wird dann der Krankenwagen sein. Hast du alles? Ja, ich glaube schon. Dann geht's jetzt wohl los. Sind Sie bereit, Frau Spielmann? Naja, ich weiß nicht, ob man bereit sagen kann, aber ja, los geht's. Pass gut auf die Kleinen auf. Wir rufen dann an, sobald ihr ins Krankenhaus kommen könnt. Alles Gute, Astrid. Bis später. So, einmal einsteigen. Schaffen Sie das? Sonst holen wir die Liege auch gerne für Sie raus.
nein, nein, das geht schon noch, aber vielen Dank. Ich schließe nur noch ein mobiles CTG an, damit wir die Wehen und Herztöne der Babys unterwegs messen können. Ja, das kenne ich schon. So, dann kann es losgehen. Es kann losgehen. Alles klar, los geht's. Hey, was ist da los? Das gibt's doch nicht. Der Motor ist abgeschmiert. Ich schau mal eben nach. Oh, das hört sich an, als wäre die Batterie leer. Also, das ist ja noch nie passiert. Ich glaube, wir brauchen Starthilfe. Seid ihr liegen geblieben? Ich gebe euch Starthilfe. Uff. Also, ich will ja keine Hektik machen, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich hoffe, das geht jetzt wirklich schnell. Keine Sorge, Frau Spielmann. Das haben wir gleich. Atmen Sie ganz ruhig und regelmäßig. Jetzt den Motor starten. Alles klar. Jetzt einen Moment einfach laufen lassen. Sehen Sie, das haben wir gleich. Gott sei Dank. Es kann losgehen. Da seid ihr ja. Warum hat das denn so lange gedauert? Astrid, Liebes, wie geht es dir? Tut uns leid, Herr Dr. Spielmann. Wir hatten eine Panne. Das ist uns noch nie passiert. Ja, schon gut. Jetzt seid ihr ja da. Vielen Dank. Schön atmen, Astrid. Super. Der Raum da drüben ist für uns schon vorbereitet. Die Hebammen warten schon und ich schiebe dich nun rein. Jo, alles Gute für euch. Du machst das großartig, Astrid. Ganz toll. Klaus, ich bin kein Hund. Ich weiß, ich weiß. So, Frau Spielmann. Am besten, Sie liegen nicht die ganze Zeit. Die Schwerkraftpumpe einer Geburt nämlich ziemlich zugute. Ihr Mann wird Sie sicher stützen. Versuchen Sie einfach verschiedene Positionen. Ganz so, wie Sie sich dabei wohlfühlen. In Ordnung, Astrid. Jetzt können Sie pressen. Und Pause. Noch einmal. Ich sehe schon das Köpfchen Ihres ersten Babys. Toll. Das ist toll. Das ist einfach super. Und da kommt die nächste Wehe. Atmen, atmen, atmen. Und pressen. Da ist sie, euer Zwillingsmädchen Nummer 1. Ein Mädchen, Astrid, ein Mädchen. Herr Dr. Spielmann, Sie nehmen Ihr Mädchen mit Marie in Empfang und bringen sie zum ersten Check. Ich mache hier mit Astrid weiter. Das nächste Baby möchte ja auch noch raus. Astrid, atmen Sie noch einmal tief durch. Bei der nächsten Wehe pressen Sie wieder. Das zweite Mädchen. Oh, Klaus, da bist du ja. Oh, Astrid, noch ein Mädchen, wie großartig. Unser erstes Mädchen ist im Anschein nach topfit. Die Kinderärztin kommt gleich noch vorbei und schaut nach ihnen. Sie sind so perfekt, Astrid. Wahnsinn, ein Wunder. Ja, sie sind wundervoll. Genauso wie unsere beiden anderen Wunder. Jetzt müssen wir nur noch Namen für sie finden. Naja, da wird uns mit Sicherheit was einfallen. Und Pia und Erik haben vielleicht auch ganz tolle Vorschläge. Naja, ob wir das wollen? Herein! Mama! Mama! Papa! Wow! Sind die klein! Winzig! Noch viel winziger als Pia! Hey, ich bin nicht winzig! Du hast recht. Du bist ja eine richtig, richtig große Schwester. Mama, du siehst aber müde aus. War das so anstrengend? Oh ja, das kann man schon so sagen. Aber ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich. Vor allem, weil Pia und du jetzt auch hier seid. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern! Ich vergesse aber auch jedes Mal, wie klein so ein Neugeborenes ist. Sie sind einfach entzückend! Wirklich, das habt ihr mal wieder fantastisch hinbekommen. Sind das jetzt Mädchen oder Jungs? Das kann man überhaupt nicht sehen. Ja, wie komisch. Sie sehen einfach aus wie, ja, wie Babys. Ihr werdet es nicht glauben. Wir sind gleich um 2 Mädchen reicher geworden. Gleich 2? Oh nein. Herein. Wow, na das ist ja hier schon Full House. Da erwischen wir ja gleich die ganze frisch gebackene Großfamilie. Nita, Markus. Schön, dass ihr auch da seid. Herzlichen Glückwunsch an alle. Wenn es jetzt schon keine kleinen Jungs sind, wie ich das eigentlich wollte, dann darf ich doch aber wenigstens die Namen aussuchen. Na, wie würdest du sie denn nennen? Also ich finde Emma und Greta schön. Viel zu langweilig. Ruby und Rosa. Erik, wie kommst du denn da drauf? Weiß auch nicht, ist doch cool. Wie wären denn Charlie und Carla? Oder Bärbel und Heidi? Nein, in welchem Zeitalter lebst du denn? Ich würde sagen, es muss was Peppiges, Ausgefallenes her. Lia und Frieda. Also ich glaube, wir überlegen uns das nochmal ganz in Ruhe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!